Höhenangst habe ich keine. Und ich glaube, das wäre in dem Job, den wir machen, nicht so förderlich. Aber unser Leben hängt definitiv nur an zwei Seilen. Also wenn da was passiert, dann haben wir schlechte Karten. Nee, das wäre nicht für mich. Also ich bewundere die Leute, ja. Und wenn ich jetzt Scheiße baue, kann das mein letzter Ausstieg gewesen sein. Und bitte. Ja, ich bin schon rumgestolpert. So, Jürgen, dann hole ich drin mal die Schlüssel. Hä? Ja. Schon mal die Knopf. Nee, nee, die haben wir gebohrt. Ach, also die haben wir gesetzt, ja. Also normalerweise ist hier gar nichts. Die Feuerwehr macht wohl hier ein paar Abseilübungen immer mal. Und ja, um überhaupt die Seile irgendwo festmachen zu können, mussten wir erstmal ein paar Bohrhaken setzen. Das sind, ja, ich sag mal, haushaltsähnliche Dübel, die natürlich eine gewisse Last aushalten müssen. Also die halten jetzt 12 kN axial aus. KN, also Kilonewton, rechnen wir immer in Last, weil wir reinstürzen würden. Da kommt eine Gewichtskraft auf dann. Das sind 1,2 Tonnen hält er. So, da haben wir halt jetzt hier eine Öse dran geschraubt. Um das Seil jetzt da dran zu befestigen, brauche ich jetzt nur noch einen Karabiner. Den kann ich jetzt hier einhaken. Und dann würde da das Seil dran installiert werden. Da habe ich schon einen Knoten drin befestigt. Das ist ein 11 mm Polyamid-Kernmantelseil. Ja, das hat jetzt hier, das hier hat eine Reißfestigkeit von 3,5 Tonnen, also 35. Ist das im Nebel? Fehler erlauben, und das hat sich so eingeschliffen, dass wir immer alles kontrollieren, doppelt und dreifach. Das heißt bei uns Crosscheck, der eine guckt bei dem anderen drauf, ich gucke bei dem anderen Kollegen drauf, und dann sind wir uns sicher, dass da alles wirklich richtig ist. Was? Ja, der schwierigste Moment ist eigentlich wirklich, jetzt hier über die Kante zu kommen, ohne sich weh zu tun oder ohne halt da runter zu rutschen oder unkontrolliert da ins Seil reinzustürzen. Da ist es besser wirklich ja, sehr rationell zu denken und sagen, okay, ich muss jetzt mein Gerät einbauen, ich muss jetzt das machen und dann am besten noch auf die Arbeit konzentrieren, weil dann vergisst man das rundherum und denkt gar nicht mehr dran, jetzt hänge ich in einem Seil, was reißen könnte und ich könnte abstürzen. Ehrlicher Job. Nee. Ja, meine Freundin sagt immer, pass auf dich auf. Sie weiß schon, dass wir eigentlich alles gut kontrollieren, dass das Material jährlich kontrolliert wird. Natürlich bleibt da immer so ein Restrisiko, das sagen wir auch über uns selber. Gedanken wird sie sich da schon um einen machen. Also was für? Das ist eigentlich immer im Hinterkopf. Es kann immer was passieren und deswegen müssen wir uns auch mehrfach kontrollieren. Und das probieren wir halt eben dadurch auszuschließen. Die Gefahr probieren wir zu minimieren, die Gefährdung bleibt immer da. Ja, das, selbst wenn jemand hier jetzt hochkommt und schneidet unser Seil durch, da kann ich nichts gegen machen. Ja, wir müssen zwar absperren und alles, aber theoretisch, wenn man wollte, wäre es möglich, dass man da wirklich jemandem zu Schaden kommt. Ja, also das heißt, unter Einfluss von Dritten, die einem was Schlechtes wollen, wäre es schon möglich. Aber wir sagen, dass wir ab 12 Meter pro Sekunde Wind nicht mehr klettern. Das sind über 55 km/h. Also da kann man sich schon vorstellen, der Wind ist sehr, sehr straff schon. Und dann hängt man im Seil und dann baumelt man hin und her. Und dann ist die Gefahr einfach zu groß, dass man sich selbst verletzt oder die Seile irgendwo verletzt werden. Und würde ich es jetzt Z nennen, aber unser Leben hängt definitiv nur an zwei Seilen. Also wenn da was passiert, dann haben wir schlechte Karten. Ja. Höhenangst habe ich keine. Ja. Viele denken immer so, wenn sie auf einer Leiter stehen und sie kriegen ein bisschen weiche Knie, dann hätten sie gleich Höhenangst. Aber ein Mensch, der richtig Höhenangst hat, der fängt an zu zittern, klammert sich richtig fest, dann bewegt man keinen Zentimeter mehr. Und ich glaube, das wäre in dem Job, den wir machen, nicht so förderlich. Wie ist das denn? Also meine persönliche Meinung wäre, dass das Gerüst gefährlicher ist, ja.
Warum? Weil die arbeiten auf dem Gerüst selber, aber das Gerüst muss ja auch aufgebaut werden. Und während der ganzen Aufbauphase entstehen halt sehr große sicherheitstechnische Dinge, wo Unfälle passieren können. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, dann passiert bei Gerüstbauern deutlich mehr Unfälle wie bei Seilarbeiten, bei Industriekletterern. Und weg. Genau. Und bitte. Und los. Okay. Und los geht's. Runter, ne? Okay. Und bitte. So. Gut. So, jetzt haben wir den Strom eingesteckt. Der Strom ist abgefangen. Und jetzt kann der Kollege runtergehen, hat alles da und kann dann anfangen zu arbeiten. Wolmiges Gefühl? Nö. Normale Arbeit. Ja. Gut, aber. Genau, einfach nochmal testen, bitte. Ist gleich los. Kann ja was. Ja. Bitteschön. Bist du sicher? Hm? Ja? Gut. Gut. Was ist das für ein Gefühl jetzt hier? So hängen wie so ein Affe? Ja. Ganz normal eigentlich, ja. Ist immer so ein bisschen, dass man gucken muss, dass man hier nichts kaputt macht, ja. Und ordentlich über die Kante rüberkommt. Aber dann, wenn man erstmal hängt, dann geht's, ja. Der Kollege gibt mir jetzt die ganzen Seile an. Nehmen wir erstmal Karabiner. Ja. Jetzt. Ja. So, die Zicke.